Wie schaut's mit eurem Summerfeeling aus? Seid ihr schon so richtig in der Stimmung für den Sommer oder braucht ihr vielleicht noch ein bisschen eine geistige Hilfe, um euch in Sommerstimmung zu bringen? Die Bücher, die ich euch im heutigen Video zeige, die sollen genau das machen, eine ganze Menge Sommerfeeling vermitteln. Welche Bücher das sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt gerne dran. Hallo zu diesem neuen Video, herzlich willkommen auf meinem Kanal, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um Bücher, die Sommerfeeling vermitteln. Sehr unterschiedliche Bücher, es sind ja dezidiert eher so die Liebesromane, die so ein bisschen die leichtere Kost für den Sommer sind, so ein bisschen Sommer, Sonne und Strandfeeling vermitteln. Ich habe jetzt extra drauf geschaut, dass es nicht nur solche Bücher sind. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Empfehlungen habt für sommerliche Bücher. Ganz egal, ob das Setting sommerlich ist, ob euch das Cover Sommergefühle vermittelt oder warum auch immer ihr bei diesen Büchern Sommergefühle bekommt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich habe euch heute aus meinem Bücherregal 8 Bücher rausgesucht, 4 gelesene und 4 ungelesene, von denen ich mir ganz viel Sommerfeeling erhoffe. Ich werde sie euch jetzt abwechselnd zeigen und ich starte los mit einem sommerlichen Buch, das letztes Jahr im Spätfrühling, Frühsommer ein großes Highlight für mich war. Und zwar Alles beginnt mit dir und mir von Sophie Kaussens. Erschienen beim Penguin Verlag und ein Buch, das auf der Kanalinsel Jersey spielt, über weite Strecken im Sommer auf Jersey. Ich habe nebenbei Bilder gegoogelt, ich will dahin. Ich will dahin, ich muss dahin, da ist es richtig, richtig schön. Und das Setting hat mich so richtig in Sommerstimmung versetzt. Es geht hier um Laura. Sie ist Kolumnistin, ja, Redakteurin für einen Fernsehsender und macht ihre Kolumne über Kennenlerngeschichten. Sie nimmt Paare auf, die ihre kuriose Kennenlerngeschichte erzählen. Dadurch ist Laura natürlich hoffnungslos romantisch und hofft auch auf ihre große Kennenlerngeschichte. Und für ihre eigene Familiengeschichte, um der so ein bisschen auf den Grund zu gehen, reist sie nach Jersey und am Flughafen vertauscht sie ihren Koffer mit jemand anders und ist dann der fixen Meinung, das ist ihre Kennenlerngeschichte. Das ist ihre große Liebe. Sie muss diesen Mann finden, dem dieser Koffer gehört. Und so wird das ihre perfekte romantische Geschichte werden. Was da dann wirklich rauskommt, müsst ihr selber lesen. Es ist sehr kurzweilig, wunderschön zu lesen. Wie gesagt, ein sehr sommerliches, wunderschönes Setting auf Jersey und deutlich mehr als ein Liebesroman. Das ist viel Familiengeschichte, viel Aufarbeitung der Familiengeschichte. Laura findet da einiges raus, das sie vorher nicht wusste. Und ja, auch der männliche Protagonist ist was Besonderes, kommt auch mit sehr viel Familie und Geschichte daher. Und ich kann euch das Buch wirklich sehr empfehlen. Das erste ungelesene Buch in Richtung Sommergefühle ist ein Buch, was ich sehr, sehr selten lese, aber warum nicht? Die Toten vom Lerchensee von Joe Fischler, ein Fall für Arno Bussi, das ist der zweite Band dieser Reihe. Im letzten Jahr habe ich den ersten gelesen und könnte eigentlich weitermachen, weil eben dieser hier schon in meinem Regal steht. Warum Sommerfeeling? Ja, ihr seht es hier vorne schon drauf, da ist ein Eisbecher drauf, ein schmelzender, es ist alles rot und orange und gelb, es ist sauheiß, mitten in der Hitzewelle des Jahrhunderts. Ein eiskalter Fall im brandheißen Tirol. Hier geht es eben um Ermittler Arno Bussi, der von Wien nach Tirol strafversetzt wird, ins hinterste Kitzlingtal. Ist das noch das Kitzlingtal? Ich weiß es nicht. So war es zumindest im ersten Band. Jedenfalls geht es hier um einen Mordfall, der sich vor 5 Jahren am Tiroler Lerchensee abgespielt haben soll. Die Orte, die hier drinnen vorkommen, das war im ersten Band schon so, die gibt es nicht wirklich, die sind aber angelehnt an Orte, die es wirklich gibt und es ist sehr gut ersichtlich, was damit gemeint ist. Also Joe Fischler greift da in die sehr unterhaltsame Klischeekiste, das darf ruhig so sein
Und das ist ein Regionalkrimi, der eben auch auf solche Schmähs aufbaut und der sich, der erste Band hat sich super lustig lesen lassen, war jetzt nicht weltverändernd, aber ich mag Joe Fischler einfach und ich freue mich auch auf diesen Band, wann auch immer ich den lesen werde. Hitzewelle, ja, mal schauen, ob sich das dann wirklich in der Hitze so gut lesen lässt. Vielleicht wäre es auch gut, was Kaltes zu lesen, wenn es draußen heiß ist. Who knows? Aber wir sind ja jetzt bei Sommerbüchern. Ein Buch, das bei mir Sommergefühle auslöst, ist schon etwas länger bei mir. Das habe ich vor Jahren gelesen, sehr, sehr geliebt und das hat nicht nur ein sommerliches Setting, aber erinnert mich sehr dran. Von Sarah Fischer, Zeilen ans Meer aus dem Lübbe Verlag. Da wissen wir ja mittlerweile, da steckt Adriana Popescu dahinter. Das Buch ist vor ein paar Jahren nochmal als Taschenbuch rausgekommen. Und eins meiner absoluten Lebenslese-Highlights wird nie ausziehen und könnte ich jederzeit nochmal lesen. Hier geht es um Sam und Lena. Sam wohnt in Australien und findet am Strand beim Surfen eine Flaschenpost. Diese Flaschenpost hat die deutsche Lena vor vielen, vielen Jahren, als sie in Australien ihr Auslandsjahr gemacht hat, ins Wasser geschmissen und jetzt wird das Ganze eben angespült und Sam will Lena unbedingt finden. Nur, dass sie halt an zwei verschiedenen Enden der Welt wohnen und zwei grundverschiedene Leben führen. Und dieser Brief ist ein Brief, dieser Brief, dieses Buch ist ein Briefroman. Und ich habe dieses Buch damals bis, glaube ich, 2 oder halb 3 Uhr in der Früh durchgelesen, weil ich es einfach am Stück lesen musste, weil ich es nicht aus der Hand legen konnte, weil es einfach so schön emotional war, weil es eben dieses Strand Australien, Sommer, Surfen, Feeling vermittelt hat und gleichzeitig so, so viel echte und schöne und packende Gefühle, die so nachvollziehbar waren, die so, ja, einfach nur echt. Das kann Adriana Popescu total gut. Ich habe es geliebt. Lest dieses Buch bitte alle. Das ist, ja, ein Liebesroman ist eigentlich eine abwertende Bezeichnung dafür, weil es viel, viel mehr ist. Das nächste Buch ist wieder ein ungelesenes und das schreit allein schon vom Titel her nach Sommer. Der große Sommer von Ewald Ahrens. Ich habe noch kein Buch von Ewald Ahrens gelesen, aber ich freue mich sehr auf dieses hier. Erschienen im Dumont Verlag im letzten Jahr, glaube ich, war es. Ich konnte Ewald Ahrens auch bei der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr treffen, bei einer Signierstunde. Er war mega nett, so sympathisch und alle schwärmen von seinen Büchern. Also wird es ja jetzt schon langsam Zeit, auch was von seinen Büchern kennenzulernen. Es geht hier um Frieda. Frieda will eigentlich im Sommer nur entspannen. Allerdings hat er gleich zwei Nachprüfungen, und zwar in Mathe und in Latein. Und deswegen ist es nichts mit Familienurlaub. Frieda muss zu Hause bleiben und lernen, und zwar beim strengen Großvater. Aber es gibt zum Glück seine Freunde Alma, Johann und Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. Kurzer Exkurs, nein, bin nicht ich, ich habe keinen flaschengrünen Badeanzug, obwohl ich das cool finden würde. Und in diesen paar Wochen Sommerferien erlebt Frieda einfach alles. Freundschaft und Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod, ein großer Sommer, der sein ganzes Leben prägen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass einige von euch dieses Buch schon gelesen haben oder zumindest ein Buch von Ewald Ahrens generell gelesen haben. Deswegen schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr zu diesem Autor sagt, was ihr zu diesem Buch sagt. Ich bin sehr gespannt drauf. Es sind ja von ihm jetzt meistens nicht so dicke Bücher. Das hat jetzt 315 Seiten, ist überschaubar. Immer echt schön, aber zurückhaltend aufgemacht. Ja, Sommerfeeling durch und durch. Und das könnte so ein bisschen Jugendgefühle wieder aufleben lassen. Ich glaube, spielt das in den 80ern, kann das sein? Es ist schon 2021 erschienen. Ja, ich bin voll up to date. Nicht. Wurscht, ich werde es
hoffentlich in Bälde weglesen und euch dann berichten, wie mir Ewald Ahrens zusagt. Jetzt wieder ein gelesenes Buch, ebenfalls aus dem letzten Jahr, und das ist jetzt einfach der klassische Liebesroman von Ivy Owens, In Love with a Star, aus dem Goldman Verlag, und das wurde übersetzt von Anja Mehrmann. Dieses Buch habe ich dazu getan, weil mir manche Szenen noch im Kopf geblieben sind von einem Ausflug der beiden Protagonisten ans Meer, beim Schwimmen, beim einfach verliebt den Sommer genießen, und deswegen ist das für mich auch ein Sommerbuch. Hier geht es um Georgia und wie hieß er? Alec Kim, genau. Um Georgia Ross und um Alec Kim. Sie ist Journalistin und auf dem Weg nach Los Angeles. Und Alec Kim ist gefeierter Star, nur das weiß Georgia nicht. Sie kennt ihn eigentlich noch von früher. Da war er der große Bruder ihrer besten Freundin. Und seinen Aufstieg zum K-Pop-Star hat sie gar nicht mitbekommen. Ja, weil er eben ein koreanischer Star ist und in den USA noch eher weniger. Aber als die beiden dann in Los Angeles gleichzeitig aus dem Flugzeug aussteigen und sie die Fanmassen sieht und merkt, dass die für Alec da sind, erkennt sie, hoppla, der ist zum Star geworden. Nicht nur eine sommerliche Geschichte, aber eben dieses Szenario vom Strand, das ist mir noch sehr im Kopf geblieben. Und das hat auch ein bisschen was Spannendes, hat mir gut gefallen. Generell diese Bücher aus dieser bunten Goldman-Reihe, da gibt es in diesem Jahr auch wieder eine, die lassen sich alle sehr, sehr gut lesen. Das ist unterhaltsam, das ist nett. Das hat meistens auch ein bisschen was mehr als nur die flache Liebesgeschichte. Hier ging es auch um ein bisschen so eine Art Kriminalfall, aber nur am Rande. Und das hat mir gut gefallen, war kein absolutes Highlight, aber auf jeden Fall was sommerlich Leichtes, das sich gut lesen lässt. Und das auf jeden Fall zum Sommer passt und deswegen für mich auch in dieses Video gehört. Das nächste ungelesene Buch ist wieder ein Buch eines österreichischen Autors, und zwar von Herbert Dutzler, Die Welt war eine Murmel, aus dem Heimann Verlag. Und das ist ja ganz große österreichische Kunst, meiner Meinung nach. Das sind Kindheitserinnerungen von Herbert Dutzler verpackt in einen Roman. Es geht um den 10-jährigen Siegfried und er nimmt uns mit in eine Zeitreise in die 60er Jahre. Als das nächste Abenteuer nicht in einem Computerspiel, sondern am Bach hinterm Haus wartete, fahr mit Siegfried und seiner Familie im Autobus nach Italien, spür die Hornbrille auf der Nase und lass die Brause auf deiner Zunge prickeln. Wir waren da vor 1,5 Jahren bei Herbert Dutzler bei einer Lesung und er hat da eben genau von dieser Busreise einen Abschnitt vorgelesen und auch vom Urlaub mit den Eltern in Italien. Und mega, mega lustig. Und da stecken ganz, ganz viele österreichische Klischees drinnen und ich freue mich so sehr darauf, dieses Buch zu lesen. Lieblingsspeise Mama Schnitzel, Lieblingsbuch Winnetou, Berufswunsch Astronaut. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo, ist ja ein Glossar drinnen, nein, ist nicht drinnen, ist halt auch in einem österreichischen Verlag erschienen. Hier gibt es mittlerweile einen zweiten Band, auf den ich mich auch sehr freue, den lege ich mir aber erst zu, wenn ich diesen hier gelesen habe. Das wäre ja auch was, ach, Beate, du hast so viele Bücher, die sich so schnell weglesen lassen würden, 254 Seiten. Ja, ich mag solche Videos grundsätzlich sehr, weil sie mir meinen Sub vor Augen führen und weil sie mir vor Augen führen, welche tollen Bücher bei mir noch schlummern, die ich lesen sollte, bevor ich mir wieder neues Zeugs kaufe. Deswegen gut so. Das nächste Buch ist nicht hundertprozentig ein sommerliches Buch. Bei mir löst es Sommerstimmung aus, weil es startet in Venedig im Sommer bei einem Sommerurlaub einer Familie. Und zwar dieses hier, Zeitenzauber, die magische Gondel, der erste Band von Eva Völler aus dem Baumhaus Verlag.
Ich habe dieses Buch insgesamt wahrscheinlich schon 3, 4 Mal gehört und gelesen. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe Zeitreisegeschichten und das reiht sich perfekt ein. Wir begleiten hier die 17-jährige Anna, die einen Urlaub in Venedig mit ihren Eltern verbringt. Ihre Eltern sind aber sehr arbeitswütig, sie ist viel alleine unterwegs und bei einer großen Feierlichkeit stürzt sie versehentlich in eine Gondel und findet sich dann ganz woanders wieder. Sie ist zwar noch in Venedig, aber nicht mehr in der Gegenwart. Ja, es sind Jugendbücher, aber lest sie alle. Ich liebe, 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 liebe diese Reihe von Eva Völler. Ich habe die Spin-off-Reihe leider noch immer nicht gelesen, aber die ersten 3 Bände sind einfach nur grandios und mega gut vertont. Könnt ihr auch als Hörbücher hören. Wie gesagt, ganz, ganz viel Sommerfeeling gibt es hier nicht, aber es ist Italien, es ist Venedig im Sommer und es ist einfach eine leichte, schöne, magische Geschichte, die ich von vorn bis hinten einfach liebe. Ich kann es euch nicht anders sagen. Ich habe dieses Buch erst recht spät kennengelernt, aber ganz, 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 ganz große Liebe. Diese Bücher werden nie, nie, nie aus meinem Bücherregal ausziehen. Dieser Band ist schon 2011 erschienen. So lange steht er noch nicht bei mir, aber sicher schon 6 Jahre Minimum. Große, große Empfehlung. Und das letzte Buch, das ich euch in die Kamera halte, ist wieder eines vom Sub von Colleen Hoover, Summer of Hearts and Souls, ein Roman aus dem DTV Verlag und der wurde übersetzt von Katharina Ganzland. Ja, hier ist der Sommer schon im Titel drinnen, deswegen erhoffe ich mir hier ganz, ganz viel Sommerfeeling. Es geht hier um Bea. Sie muss sehr kurzfristig zu ihrem Vater ziehen, als ihre Mutter ganz, ganz plötzlich verstirbt. Und sie ist das Leben in einer Trailersiedlung gewohnt. Ihr Vater wohnt aber mit seiner neuen Familie sehr wohlhabend auf einer Halbinsel. Und unter diesen Rich Kids lernt sie eben auch die Nachbarin, nein, die Stiefschwester Sarah kennen und ihren Nachbar Samson. Und Samson ist ein Sunny Boy, wie er im Buche steht, und er verbirgt aber irgendein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Buch geschenkt bekommen. Ich hoffe das Beste. Ich bin bei Colleen Hoover ein bisschen zwiegespalten. So viel Drama, wie die Dame drinnen hat in ihren Büchern, brauche ich normalerweise nicht. Aber wo ich mir sicher bin, ist das. Dieses Buch ganz, ganz viel Sommerfeeling vermittelt. Halbinsel, Sunny Boy. Das ist, ja, ich gehe mal davon aus, dass auf der Halbinsel auch viel gesurft, viel gebadet und so weiter, viel Zeit in der Sonne verbracht wird. Allein das Cover vermittelt ja auch schon mit Wasser und Strand und so weiter ganz, ganz viel Sommerfeeling und ja, man kann sagen, was man will. Das Cover ist einfach richtig, richtig schön. Ich mag es sehr. Ob ich die Geschichte auch mag, weiß ich nicht. Falls ihr sie schon gelesen habt, bitte ab in die Kommentare damit, was ihr zu diesem Buch sagt. Wie dramatisch ist das denn? Und sind die Protagonisten vom Verhalten her arg jung oder kann man das auch Ü30 noch lesen? Gern mit euren Meinungen, Empfehlungen ab in die Kommentare. So, das war's jetzt mit diesen Sommerbücher-Empfehlungen. 4 Empfehlungen, 4 hoffentlich Empfehlungen. Wie gesagt, schreibt alles, was ihr zu sommerlichen Büchern zu sagen habt, gern unten in die Kommentare und eure Empfehlungen natürlich auch. Welches Buch hat bei euch so richtig Sommergefühle hervorgerufen? Bei welchem Buch könnt ihr euch, egal welche Temperaturen es draußen hat, so richtig in Sommerstimmung versetzen? Das würde mich interessieren. Gern in die Kommentare schreiben und ja, dann würde es mich freuen natürlich auch, wenn ihr dieses Video liked, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit am Start seid. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel schöne Lesezeit, genießt den Sommer und macht es gut. Ciao, Servus!